Tag zusammen. Heute gibt es die 10. Runde der deutschen Internetmeisterschaften. Spiel gegen Andy Walter. Ja, also für die Endrunde kann ich mich leider nicht mehr qualifizieren. Also mit dem deutschen Meistertitel wird das nichts. Trotzdem werde ich natürlich versuchen, möglichst gut zu spielen. Das ist ja auch alles Training und ich gehe das genauso ernsthaft an, als wenn es um wirklich was ginge jetzt. Ansonsten bin ich halt ziemlich mit Bücherverkaufen beschäftigt. Das neue Buch ist ja jetzt auf dem Markt. Einige von euch werden es vielleicht auch schon haben. Und da würde es mich sehr freuen, wenn ich irgendwelches Feedback zurückkriegen würde. Also wie ist das Englisch gut zu verstehen, Inhalt hilft einem weiter oder nicht. Und also jede Art von Feedback wäre super. Und natürlich, wenn ihr irgendeinen Tippfehler findet, ist das natürlich auch immer willkommen, das dann, weil man das dann in die nächste, in die vielleicht eine zweite Auflage einbauen kann. Also das ist natürlich auch gut. Also zwei sind auch schon gefunden worden, Kleinigkeiten, aber trotzdem. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles, was an Feedback kommt, kann ich ja dann auch noch in einem zweiten Teil verarbeiten. Aber jetzt geht es erstmal zum Match. Wie immer, wenn ihr es mögt, das Video, Like-Button klicken und Kanal abonnieren. So, jetzt geht's los hier. Ja, über die Spielstärke meines Gegners weiß ich jetzt nicht. Ich bin völlig unvoreingenommen. Ist vielleicht auch besser, dass man dann vielleicht so ein paar Sachen während des Matches erkennt oder eben auch nicht. Komisch, ich habe hier jetzt immer so eine Verzögerung drin, bis die Würfel erscheinen, aber kann nichts machen. Ja, trotz des großen Rennvorsprungs ist das, glaube ich, noch kein Doppel, obwohl das ist jetzt ein bisschen übertrieben, den so zu splitten. Jetzt hätte ich ja fast Lust, aber er hat ein gutes Board und ich glaube nicht, dass das ein Doppel ist. Ich muss natürlich irgendwas schlagen am besten. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Soll ich jetzt wirklich hier irgendwie draufhaken? Sowas? Ein bisschen übertrieben. Da ich ja im Rennen weit vorne bin, ich kann auch super solide spielen. Da bin ich jetzt überfordert. Also ich glaube, mit dem Rennvorsprung solide spielen. Hat ja so viele Blots. Muss ja auch erstmal alles irgendwie zusammenbauen hier. Obwohl es natürlich schon attraktiv gewesen wäre, da diesen Doppelhack zu machen. Vielen Sequenzen hat man dann wahrscheinlich einen Doppel-Cube. Ja, hier an seiner Stelle auf alle Fälle geschlagen. Ich glaube, das war mit Sicherheit ein Fehler, da nicht 13-9 zu spielen. Soll ich jetzt hier zwei weghauen? Dann kommt er irgendwie rein, hat ein Holding-Game. Kann auch so spielen. Aber ich will ja eigentlich nicht, dass er auf der 1 ankert. Ich spiele es einfach mal so. Kann so verkehrt nicht sein. So, jetzt bin ich 41 Pips vorne. Schon fast Lust zu doppeln. Der hat ja auch ein paar strukturelle Probleme mit den drei Steinen auf der 3. Das wird jetzt gedoppelt. Normalerweise, wenn er besser stünde, würde ich erstmal diesen Stein hier in Sicherheit bringen, aber ich denke, hier kann man das auch jetzt doppeln. Kann jedenfalls kein großer Fehler sein und das ist ja hinlänglich bekannt, wenn zweifelsfalle doppel ich dann. So, jetzt könnte ich eigentlich auch freiwillig einen Schuss geben. Ich sehe jetzt noch nicht so ganz den Grund dafür. Weil wenn er
zum Beispiel ein paar Schwimmwürfel, dann gebe ich jetzt maximalen indirekten, wie jetzt. Aber es kann natürlich richtig gewesen sein, da direkt beide runterzuziehen. So, ja, wir wollen Gem gewinnen, eventuell. Ich kann natürlich auch bombensicher spielen. Ha, wie oft gewinne ich das denn Gem, dadurch, dass ich schlage? Ein anderes schwieriges Problem hier. Also das gewinnt weniger Spiele, das ist klar. Wie oft gewinne ich jetzt hier ein Gem? Naja, paar Mal tanzen. Sein Board ist auch nicht so stark. Also ich versuche tatsächlich hier meine Gammons zu erhöhen und riskiere dann ein paar Spielgewinne. Also im DMP hätte ich niemals geschlagen, hätte ich immer die Bar gemacht. Haben wir hier weitere Verzögerungen. Tja, das habe ich jetzt davon. 5-1 ist natürlich nicht so toll. Einen direkten Schuss möchte ich natürlich nicht geben. Und so schnell wie möglich jetzt den hinteren Punkt auflösen. Das wird bestimmt auch richtig sein. Und bumm. Ja, irgendwie ist bei diesem Turnier, dieser deutschen Meisterschaft, so ein bisschen der Wurm drin. Ah, was will man machen? Ich meine, noch stehe ich ja gut, also jetzt nicht hier in Pessimismus. Also zu pessimistisch. Pessimistisch sein, so einschlagen. Sieht gut aus, einfach daran gehen. Ne, ich schlage. Und jetzt kann ich da auch rausspringen. Dann ist die Welt doch schon fast wieder in Ordnung, wenn ich das jetzt noch überlebe, was ich leider nicht tue. Ja, es ist ja das Schöne am Beginn, geht hin und her. Habe ich wieder ein starkes Board. Er kann nicht schlagen. Also nächster Versuch nach Hause zu kommen hier. So, vielleicht schaffe ich es diesmal. So weit, so gut. Außerdem, ja. Also wieder alles halbwegs repariert. Ich denke aber trotzdem, dass da mein Spiel auf Gem gerechtfertigt war. Also die gemreichere Variante zu wählen. Weil man sieht ja, ist ja auch selbst nach einem Treffer nicht so leicht für ihn, das zu gewinnen. Okay, das sieht nach 2 Punkten aus. Ja, meine Bilanz ist ja wirklich nicht berauschend. Wie ihr gewonnen, 5 verloren in dem Turnier, wäre ja wenigstens nett, noch irgendwie eine ausgeglichene Bilanz vorweisen zu können. Während ich hier so rede, ist Andi noch ein Pasch davon entfernt, mir dieses Rennen hier zu verbiegen. Ja, das war der falsche Pasch zum Glück, aber es ist natürlich immer noch möglich. Ich kann es hier auch noch selber verzocken. Ich glaube, da spielt man den. Dann sind die Zweien gut und mit Einsen kann ich auch was anfangen. Denke schon. So, zumindest mache ich hier keinen Fehler mehr. Und in der Tat noch das Rennen verloren. Also steht nicht 2-0, sondern 0-2. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. So,
Ich bin im Rennen vorne, möchte meine hinteren Steine bewegen, ich möchte meinen Midpoint nicht strippen, also bleibt nur beide nach vorne. Er sollte jetzt einen Double Tiger machen. Also das Double Tiger heißt, mit zwei Blots im Homeboard zu schlagen. Das ist sicherlich das richtige Spiel. Zumindest einen zurückgetroffen. Er tigert hier weiter. Ja, er würfelt ganz gut von der Bar, aber ich in dem Fall auch. Jetzt sollte er sicherlich den Achterpunkt machen. Nee, das bringt jetzt nichts, ohne Schließer da drauf zu hacken. Gut, dann slotte ich mal einen Innenfeldpunkt an. So, ja, kann ich das schon? Ich muss erstmal den Fünferpunkt machen, dann kann ich mir ein Doppel überlegen. Weil er hat zwar ein Backgame, was vernünftig getimt ist, andererseits ist seine Frontstruktur ziemlich bescheiden. Tja, reicht das, um hier zu doppeln? Ich meine, ich gewinne schon einige Games, es ist ein 1-4er-Backgame. Also was mir an seiner Stellung überhaupt nicht gefällt, sind 6er, 4er, 2er Punkt, alles gestrippt. Ach, ich doppel das jetzt, bin im Match hinten. Ziemlich komisches Backgame. So. Schnell wie möglich das hier nach Hause bringen, wenn geht. Ist ja bisher ganz gut funktioniert. Ja, das, wenn man Backgame spielt, das darf man nicht machen. 8 nach 4 stellt einen weiteren Stein tot. Oder nicht tot, aber zumindest auf eine schlechte Position. Da muss man, glaube ich, vom Midpoint ziehen. So. Ja, das ist jetzt so ein Backgame, das kann man auch als, das ist, ich würde sagen, das ist Overtime. Man hat zu viel Timing, zu viele Steine hinten. Sprich, wenn man was trifft, dann braucht man noch sehr lange, um da irgendwie den getroffenen Stein, oder man schafft es einfach nicht, den getroffenen Stein halten. Und hier ist natürlich auch noch das Problem, mit niedrigen Zahlen kann man sogar noch an der Prime hängen bleiben. So, das war jetzt erzwungen, habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Das ist ja der Vorteil zum Live-Spiel. Und jetzt wird es natürlich schon ein bisschen unangenehm. Ich komme mit der 1 rein, dann kann ich 6 nach 3 spielen. Das ist auch nicht so toll. Glaube, ich muss versuchen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Sollte ich natürlich nichts Kleines werfen. Das ist groß genug. Jetzt ist sein Backgame natürlich auf einmal richtig gut geworden. Kann auch den auch klären. Nee, den kann ich ja nicht klären. Ich gucke auch schon schief. So, jetzt hat er natürlich ein gutes Backgame. Jetzt geht es nämlich darum, irgendwie die Punkte zu klären. Das klappt im Moment noch nicht. Könnte es sein, dass er gerade, wenn er mich trifft, sein perfektes Board hat, falls ich einen Schuss lasse. Aber das war es jetzt mit dem Backgame. Allerdings ist seine Equity immer noch gut. Das ist jetzt so eine Art Phantom-Backgame. 4, 3 geht, glaube ich, nur so. Jetzt haben wir immer noch ein Zwei-Punkt-Spiel. Oder er hat ein Zwei-Punkt-Spiel. Wo, ja, durch die Viererlücke sind seine Schusschancen noch ziemlich gut. Zwei, eins, geht alles noch gerade so.
6-4, das ist natürlich gut für mich, weil er muss sich jetzt entscheiden. Ja, er muss jetzt seinen Anker verlassen, dann gibt es zumindest keine Doppeltreffer, so nach 6-4 oder sowas. Und jetzt gibt es halt maximal einen Schuss für ihn, wenn überhaupt. Den scheint es ja jetzt nicht zu geben. Also bin ich mal wieder voreilig und spreche von einem fast 2:2 Ausgleich. Ich kann ja auch noch ein, nee, ich bin gerade, also das wird es ja jetzt wohl sein. Er sollte, glaube ich, auch einfach rauslaufen, weil wenn ich jetzt noch so eine Pasch-Serie starte oder sowas passiert, dann verliert er noch so ein dummes Gem. Er kriegt sowieso keinen Treffer mehr, es sei denn, er bleibt. Gut, dann kriegt er vielleicht einen, aber der Preis ist sehr hoch, weil er dann natürlich leicht ein Gem verlieren kann noch. Das war jetzt Glück für ihn oder das ist jetzt wieder Pech, aber man sieht, wie knapp es jetzt auf einmal wird. Also er hat da Pips im Homeboard verschwendet und das wird halt auch mal bestraft, in dem Fall nicht. Okay, also sind wir jetzt im 9-Punkt-Match. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Spielt man denn hier den Pasch 2? Das wusste ich auch mal. Wirklich schlagen? Schlagen wirkt so. So Verschwendung eines tollen Wurfs. Ich kann einfach ankern, aber dann. Was ist denn da mein Vorteil? Schon Vorteil. Also so schlagen und dann. Ja, es gefällt mir schon besser. Ich habe den Viererpunkt. So, und jetzt ist das schon ein Cube. Ich kann den Fünferpunkt machen. Ich mache einfach den Barpunkt. Ein bisschen knapp. Aber das ist hart an der Grenze zum Cube. Ich habe die Market Loser. Also ich mache zum Beispiel den Fünferpunkt, der tanzt. Den Market Loser. Ich treffe da hinten mit der 6-4, werfe ein paar 5, 6-5. Da kann ich jetzt auch leicht den Markt verlieren, wenn er nicht gut würfelt. Also das war irgendwo an der Grenze, denke ich mal. Frage ist, schlage ich jetzt hier offen oder mache ich den Fünferpunkt? Ja, Fünferpunkt ist natürlich stark. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Material in der Angriffszone, um da einfach das voll als Blitz durchzuziehen. Oftmals ist es richtig offen zu schlagen, weil man unbedingt den Anker verhindern will. Aber meistens ist es auch so, man braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Material. Aber das ist sicherlich interessant. Das können wir uns vielleicht dann auf alle Fälle mal angucken, auch wenn ich es richtig gespielt habe. So, Pasch 1. Irgendwie ist das mit dem Blitz auch wieder schief gegangen. Das sind zwei Einsen, drei, vier. Ich versuche einen Anker zu kriegen. Er hat eine Prime-Struktur. Ich muss jetzt maximal auf Anker spielen. Also auf einem besseren Anker als den 23er Anker. Deshalb verteile ich jetzt meine hinteren Steine. Und jetzt habe ich halt mit den hohen Zahlen die Chance, die Bar zu machen. Niedrige machen immerhin noch den 22er, der natürlich deutlich besser ist als der 23er, weil ich halt mit Sechsen entkommen kann. Ja, das sieht alles nicht mehr so schön aus. Ich kann jetzt sowas spielen. Oder den Achter machen. Den Achter, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Dann habe ich irgendwie keinen Midpoint mehr. Ja, jetzt wird es natürlich immer unangenehmer. Ja, das ist natürlich das Problem. 5 ist Pflicht. Ich denke mal, von der Partie kann ich mich jetzt verabschieden. Drei Steine hinter einer Fünfer Prime, einer Punkt gemacht. Ehe ich mir das noch schön gucke, direkt aufgeben. Also das war jetzt wirklich nichts mehr mit den Schüssen und alles. Kann fast überlegen, ob er da nicht noch mal einmal auf Gem spielt oder sowas.
Ja, das ist halt das Problem mit diesen Blitzen, ne? Wenn es schief geht und der Gegner den Anker macht, dann steht man sehr schnell ziemlich bescheiden da. Aber wie gesagt, ein Schlüsselmoment war auch diese 6-3, blitzt man da oder macht man den erstmal den Punkt. Das ist sicherlich ein Thema für den zweiten Teil dieses To-Hit or Not To-Hit Buch. Wie spielt man den Blitz? Und das, ja, vielleicht kommt es sogar ins Buch. Also wenn die Stellung, weil wenn ich da einen Fehler gemacht habe, das ist sicherlich so ein typisches Problem. Problem mit dem Innenfeld Punkt machen ist halt, dass der Gegner dann die Chance hat zu ankern, was man ja im Blitz unter allen Umständen verhindern will. So, jetzt habe ich mich nicht großartig auf sein Passspiel konzentriert. Muss ja auch nicht sein, da mir in erster Linie um mein eigenes Spiel geht. Aber wahrscheinlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als 6 nach 1 zu spielen. Ich habe aber immer noch keinen Cube. Seine Struktur ist ganz gut. Meine ist natürlich besser, aber für einen Cube reicht das wohl noch nicht aus. Ja, jetzt gucken wir mal, wie er 5-1 verarbeitet. Ja, ist ja klar, er schlägt, macht den Punkt. Ja, das ist immer noch nichts. Schade, hätte ich mal gecubed. Ist das denn jetzt was? Ich bin im Match hinten, er hat so viele Steine. Hinter meiner Prime, ich bin im Score hin. Ich komme einfach rein. Ich weiß nicht, 4 Steine hinter einer schönen Struktur. Was kann ich denn werfen? Da fühle ich mich eigentlich schon recht gut in der Stellung. Andererseits stehe ich auf der Bar gegen ein 3-Punkte-Board. Kann auch noch sehr leicht die Bar machen oder in ein Backgame kommen. Ich glaube, er hat noch zu viele Möglichkeiten. Also ich warte noch mal ein, was sich wieder als Fehler herausstellen kann. So, es geht so. Ich kann auch offen schlagen, aber habe ich, glaube ich, nicht nötig, da jetzt offen drauf zu hauen. Oder habe ich das nötig? So und so. Wenn er dann zurücktrifft. Nee. Der Doppler ist ja in der Mitte. Ich spiele das jetzt grundsolide und hoffe, ihn jetzt gleich zu doppeln zu können. Das ist jetzt auf alle Fälle ein Cube, weil für ein Backgame reicht das Timing nicht. Da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Ich wäre, glaube ich, froh, wenn er das annimmt. Ja, 2-1. Okay, 1 spiele ich hier. Ich will nicht, dass er den Fünferpunkt macht. Also so war natürlich jetzt kein guter, aber bin, glaube ich, nicht unglücklich, dass er den angenommen hat. Nein. Diesen Blitz tatsächlich erfolgreich zu Ende bringt, dann ist es halt so, aber das ist doch schon wirklich eine ziemlich schlechte Stellung gewesen. So, ich kann jetzt natürlich wild hier draufhauen. Er hat da die Schwäche auf der 1. Das gewinnt sicherlich deutlich mehr Gammons. So, wie geht es hier weiter? Dann kann er mich da treffen, mit Steinen entkommen. Gewinnt sicherlich mehr Spiele. Aber so viel Angst vor seinem Blitz habe ich jetzt auch nicht. Beine sind dupliziert. Das gewinnt bestimmt mehr Gems. Ich spiele es mal aggressiv. Kann ja auch mal tanzen. Oder auch nicht. Vielleicht war das ein Overplay. Standard ist sicherlich da, den Anker zu machen. Jetzt habe ich den Salat, könnte man fast sagen. Also das
macht meine ganze Struktur kaputt, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich habe ja jetzt einen Anker. Also da behalte ich lieber meine Struktur. Also ich habe mich da in irgendwas reingespielt, bin jetzt nicht wirklich begeistert von. Aber ich will auf alle Fälle meine Prime-Struktur erhalten. Er hat ja den einer Punkt gemacht, also. Das war natürlich jetzt mal ein guter. Noch ein guter. Einmal mache ich die Bar und lasse ihn erstmal crunchen. Oder den Viererpunkt. Ich kann ja auch so spielen. Problem ist, wenn er da trifft, kann die ganze Partie wieder den Bach runtergehen. Und das ist einfach. Ups, jetzt. Nein, was ist das? Falsch, totaler Missklick. Ach du Scheiße. Sorry. Totaler Missklick. Ach, da habe ich mich total verzettelt. Das ist, glaube ich, ist das ein 800er Fehler? Ja. Meine Güte. Das war ja. Genau. Missklick fragt er mich. Ich das, naja gut, schwamm drüber, das ist natürlich jetzt wirklich der Reederei geschuldet. Zum Glück geht es um nichts mehr. Aber das war jetzt mal das erste Mal, wo dieses Kommentieren nun wirklich zur Katastrophe geführt hat. Aber gut, ja, das. So, jetzt müssen wir noch irgendwie unter 10 spielen. Ach du Jemine. Andererseits, ich meine, Missklick, was soll's? Ich weiß ja, dass mir sowas nicht passiert. Normalerweise. Jetzt ist nur die Kunst, sich wieder auf diese komische Partie zu konzentrieren. Jemine. So, was spielt man denn jetzt hier? Also ich muss jetzt diesen einen Stein irgendwie aufhalten, meine Güte. Ich muss mal die Einstellung, glaube ich, auch ändern. Das war es jetzt nicht so. Jetzt kann ich so spielen. Ja, ich drücke mal auf den Punkt und dann spiele ich da auf den Stein. Ja, das ist zu viele Blots. Also ich spiele jetzt mal hier einfach. Ich sogar die 1 anslotten. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt völlig den Faden verloren. Natürlich ist natürlich auch mal lustig für so ein Video. Wenn der Kommentator total den Faden verliert. So, 6-4, da komme ich nicht raus. Also wird die 6 wohl hier gespielt. Jetzt slotte ich hier mal schön rum. Ich sehe auch keine andere 4. Draufhauen macht keinen Sinn. Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Das ist natürlich jetzt kein realistisches Video hier mehr. Also insofern realistisch, weil hier sieht man, was alles passieren kann. Jetzt hänge ich hier in einem Zwei-Punkt-Spiel, was auch noch schlecht getimt ist, so ein bisschen. Wie soll ich das jetzt hier gewinnen? Also ich schmeiße jetzt einfach mal weg. Ich habe auch gar keine Lust mehr mit der Partie noch irgendwas zu tun zu haben. Um ehrlich zu sein, das ist natürlich jetzt blöd. Wie ist denn das passiert? So, jetzt könnte man natürlich sagen, warum meditiere ich? Weil Meditation ist ja insbesondere, da geht es darum, sich immer in der Gegenwart zu bleiben. Also werde ich jetzt nicht mehr über die Katastrophe reden und ab jetzt, ab dieser Partie versuchen, noch gut zu spielen. Mal gucken, ob das irgendwie gelingt. Ja. So, 5-1. Sollte ich an Bord bauen? Wahrscheinlich. Ich baue jetzt an Bord. Jetzt klappt hier gar nichts mehr mit der Klickerei. So.
immerhin einen Punkt gemacht. Sieht schon wieder nicht so gut aus. Er führt natürlich jetzt im Match. Ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh zum Doppeln. So, mal was getroffen. Leider kann ich das noch. Nee, das doppeln wir jetzt noch nicht. Schon wieder. Also was ist denn heute mit meinen Klicks los? So, hätte ich jetzt schon fast aus Versehen gedoppelt. Katastrophal heute. Ich mache mal den Punkt und verbinde die hinteren Steine. Also die 16 ist jetzt mit der 22 verbunden. Soll die einfach auch mal weniger reden und erstmal wieder in den Rhythmus kommen? Fünf, eins. Ich glaube, ich brauche mal einen Anker. Das geht dann nur so. Dreien, Einsen, Vieren. Naja. Jetzt habe ich die Prime. Habe aber auch noch jede Menge Steine hinten und er hat eine Prime. Das heißt, hier gibt es natürlich auch noch keinen Cube. So, den würde ich jetzt gerne machen, den Anker. Dann sind die vier natürlich nicht so leicht zu erkennen. So. Ja, ich muss den, glaube ich, machen. Er kann ja nicht alle seine Prime weiterbauen. Dann sehe ich aber nur diese vier hier. Sechs wäre wünschenswert. Leider nicht. Bringt das was, den da stehen zu lassen? Wie weit bin ich denn im Rennen? Hinten ziemlich weit. Dann baue ich jetzt einfach mein Board. Ja, ist auch wieder kein schöne Backgame-Struktur. Er stellt ein bisschen unflexibel. Also ich werde es wohl noch annehmen, wenn das doppelt. Jetzt dann wohl nicht mehr, falls ich nicht treffen sollte. So, das sollte ja wohl kein Take mehr sein. Frage mich auch, warum ich da nicht gedoppelt werde. Vielleicht ist es schon zu gut, aber naja, mit dem Dreierpunkt. Vorher war es, glaube ich, noch nicht so gut. Aber so darf ich noch ein bisschen ziehen. Oftmals kommen wir dann in so eine Situation, so jetzt, ja, er gewinnt ein paar Games, aber jetzt lässt er auch Schüsse. Okay, wie zum Beispiel jetzt, also das ist sicherlich schon die ganze Zeit Doppelpass gewesen. Würde mich doch schwer wundern. Dass man das auch gerne weiterspielen kann. Jetzt natürlich ist ja auch die Gefahr, dass man noch einen Schuss lässt, nicht mehr so wirklich da. Ich laufe jetzt einfach raus. Irgendwie das Gammon verhindern. Was hiermit dann wohl auch genug. 2, 3, 4. Crossovers. Und ich jetzt keine 2-1 produziere, ist es tatsächlich nur ein einfaches.
Vierer Punkt. Habe ich keine Lust, da einen Schuss zu lassen. Also, dann lasse ich da eben keinen. Da muss ich schlagen. Zwei. So. Das ist sicherlich noch kein Doppel. Vielleicht war auch da gerade nur ein Lag. Der muss weg. Blockadepunkt. Zumindest mal ein bisschen was, was sich von selbst spielt. Zwei sicher. Pro über die Prime. Ich sollte vielleicht mal irgendwann den Stack hier abbauen. Will ich da jetzt einen Block im Homeboard? Wo kann man es auch spielen? Aber ich muss ja irgendwann mal was bauen. Also von daher versuchen wir es mal so. Ja, 6 nach 2 finde ich ein bisschen komisch. Das glaube ich nicht, dass das richtig war. So, schlagen. Sieht nicht gut aus. Bei seinem starken Board. Ist natürlich jetzt eine schöne Prime, die ich da habe. Und ein Zuhause. Jetzt ein Holding Game. Rennen ist ausgeglichen. Noch kein Grund, da irgendwie einen Cube in Erwägung zu ziehen. Ist natürlich jetzt doch da schön blockiert. Ich meine, ich bin im Match hinten, Rennen ausgeglichen. Er ist da hinter so einer Prime. Kann wegcrunchen. Ach, jetzt wo ich den Zehnerpunkt auch noch gemacht habe, sieht es ja gar nicht so schlecht aus. So. Da baue ich mal weiter an meinem Board. Hätte natürlich lieber da was den Midpoint aufgelöst. Da ist ja kein Wunschkonzert. Und wie man sieht, diese Prime im Außenfeld schon ganz effektiv hier. Zumindest ist sein Board nicht mehr so stark. Und jetzt gibt es dann auch mal Schüsse für mich. Mit ein bisschen Glück kann man da sogar auch mal ein Gammon gewinnen, wenn es richtig gut läuft. Aber ich sollte erstmal versuchen, überhaupt die Partie irgendwie nach Hause zu bringen. Ja. Na, gerade noch vom Gammon geträumt, jetzt schon wieder mit Problemen. Eine 6 wäre jetzt gut, da ist sie. Und jetzt sind wir wieder in einem Holding Game. Ich glaube, das ist die ideale Gelegenheit, diesen Punkt zu klären. Besser wird es nicht mehr. Das Problem ist natürlich,
kann immer noch einen direkten Schuss lassen, wie ich es jetzt hier gerade vorgeführt habe. Aber ich glaube, das war die richtige Idee, da den Punkt zu klären. So, will er mir auch noch dieses Rennen verbiegen? Das gibt's doch gar nicht. Einmal ist es wieder, geht's wieder um einen Pasch oder wenn ich jetzt hier noch so ein paar, ja, da ist der Gegenpasch. So, endlich setze ich mich mal zur Wehr hier. So, aber er lässt nicht locker und tatsächlich. Herrlich, aber ich habe es ja auch nicht anders verdient, nach dieser, nach diesem Pasch 2 da. Jetzt rede ich schon wieder drüber. Nee, jetzt brauche ich gemmenreiche Stellung. Das heißt, ich muss vor Midpoint spielen. Vertragtes Match. Ah, nee, meint. Hat in den Chat gerade geschrieben, er sollte es mit Lotto probieren. Ich würde sagen, eher nicht, weil irgendwann ist das Glück ja auch verbraucht. Aber gut. So. Noch nichts an Doppel zu erkennen. 5, 4. Ach, habe ich Lust, einfach drauf zu hauen. Gibt es denn irgendwas anderes? Also die 4 wird sicherlich hier sein, dann wird die 5 auch hier sein. Fertig. Natürlich selbst bei dem Score noch kein Cube leider, obwohl ich wirklich Lust habe, hier mal zu cuben. So, den Punkt möchte ich machen. Mit der 6 schließe, habe ich keine vernünftige 4, also geht es nur so rum. Auf der 1 sollte ich auf keinen Fall stehen bleiben. Frage so. Oder so. Naja, ich versuche mal für den, um den Viereranker zu kämpfen. So, und jetzt, bei dem Score ist es eigentlich, habe ich bestimmt Market Loser. Natürlich bringt das dann wenigstens zu Ende. Ja. Market Loser, ein paar Gammons. Worauf soll ich jetzt hier noch warten? 3 trifft schon mal. Ist schon mal gut. Und dann werde ich jetzt auch noch Material hier ranfahren. So. Kann ich zumindest den Barpunkt machen. Vier, eins. Also mehr so ein Holding geben, also den Punkt auflösen würde ich auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass das richtig sein kann. Ich hätte auch schon nicht auf der 2 geschlagen. Aber in diesem Backgame, wenn man diese vielen Steine hinten hat, sollte man eher versuchen, positionell sauber zu spielen. Das war bestimmt besser, da auf die 6 zu spielen. Jetzt, ja, warum nicht den Midpoint sogar auflösen? So, ich kann jetzt ja, der schlagen, das kann kein Fehler sein. Kann vielleicht die Zweien duplizieren.
4 ist Pflicht. Gut, dann sehe ich auch keine andere 2. Da wird er mit Sicherheit rausspringen. Pasch 1 kann man noch ziehen. Also ich will auf keinen Fall da switchen. Auf der 24 steht der Stein ja schlecht, also da 2 nach 1 zu switchen. Ich eigentlich keinen Grund. Jetzt ist wieder Schlagen Pflicht. Dann spielt sich. Jetzt hat er natürlich das 1-3er produziert. Ist natürlich nicht so schön für mich. Also ich sollte jetzt alles dran setzen, den Viererpunkt zu kriegen. Alle seine Punkte wird er ja nicht halten können. Ich laufe da einfach mal raus, denke ich. Ja. Weiß nicht, ob ihm das was bringt, irgendwie zu schlagen. Also er gibt das 1-3er, die Backdream-Struktur schon mal auf, geht halt auf 4-3er. Kann richtig sein. Ich hätte es wahrscheinlich noch nicht gemacht. Da hätte ja auch den Viererpunkt angeslottet an seiner Stelle. Gut. Jetzt, wie immer soll, möchte ich mich da nochmal schlagen lassen. Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt so keinen großen Sinn drin. Jetzt, also ich schlage auf keinen Fall auf der 10, weil ich will ja nicht, dass er den Einerpunkt wieder macht. Also schlage ich mal auf der 1. Er soll da raus. Jetzt könnte ich zum Beispiel wieder schlagen, wenn es ginge. Oh, den Punkt machen. Oder direkt auflösen. Das ist jetzt nicht so ganz klar. So. Mich da schlagen lassen. Vielleicht auch einfach den Punkt machen. Problem ist, da macht er eine 5 oder eine 6 und dann stehe ich da auch ein bisschen unangenehm. Ich glaube, wenn er das nicht tut, also eine 1 oder eine 6, vielmehr. Jetzt gebe ich halt nur den Single-Schuss. Ja. Gucken wir mal, wie das jetzt so weitergeht. Ich muss auf alle Fälle an meinen Einstellungen arbeiten, dass sowas wie mit diesem Missklick nicht mehr passieren kann. Passieren kann es natürlich immer, haben wir alle schon mal gemacht und war auch nicht mein erster Missklick, aber so. Das war natürlich schlecht für ihn, der Pasch. Noch ein toter Stein. Ja. Jetzt kann ich die Prime noch einmal halten. Vielleicht macht das sogar Sinn. Die Idee ist, da muss er mit den Vieren noch weiter crunchen. Vielleicht kann es jetzt so spielen. Ist es mir das wert? Dann habe ich natürlich auch selber schlechte. Ja, es sind ja auch nur 4-1, 4-2, 4-3. Ich glaube, ich muss irgendwie Punkte auflösen. Der kann ja trotzdem noch kleine werfen. So. Okay, da wird wohl ein Punkt aufgelöst werden. Hat ja auch im Moment nichts. So, jetzt geht es ums Gammen. Ne? Also wieder mal ums Gammen, um dann noch die Partie eventuell zu verlieren. Wenn Gammen gewinnen will, spielt man es wahrscheinlich so. Wenn er trifft, interessiert mich eigentlich nicht großartig. Aber das sieht doch nach mehr Gammens aus.
Muss doch mehr Gammons gewinnen. Jetzt habe ich sogar schon einen draußen. Also das Rennen werde ich jetzt wohl nicht verlieren. Hey ho. Alles mit dem Gambit natürlich noch knapp. Das war schon mal gut. Und die Chancen auf das Gammon sind recht hoch. Ja. So, 5 weg, 2 weg, nach wie vor aggressiv doppeln, allerdings nicht mehr ganz so aggressiv wie gerade eben. Also zum Beispiel, das ist noch nicht. Solange er mich da trifft, wird das auch nicht mit dem Cube. 5 rein, 2 Slotten, sieht gut aus. Pasch 5. So, 1, 2, 3 und ein raus. Könnte natürlich jetzt zu Market Losern führen, aber ich will mich nicht beschweren. So, das. Jetzt sind wir endlich soweit. Einsen rein, Vieren, Sechsen, stärkeres Board, Anker. Ja. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Einsen, Vieren, Zweien, Sechsen. Kommen bis 5, 3. Gar nicht, ob das überhaupt ein Take war. Das war zumindest mutig, weil man kann ja auch mal zwei treffen, aber man kann auch gar keinen treffen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Punkt da anslotten ist, glaube ich, gut. Den Anker verlassen ist schlecht. Und mit letzter Kraft. So, zu ist klar. Der 6 raus, bestimmt auch gut. Rennen ist immer noch ziemlich ausgeglichen. Versuchen wir es mal weiterhin mit dem Blitz. So, jetzt will ich maximale Bilder haben. Die Sache ist, die hat ein Blot im Homeboard. Das heißt, wenn ich getroffen werde, habe ich so viele Rückschüsse. Also Bilder Max jetzt angesagt. Vier trifft und jetzt spielen wir es jetzt. Wir wieder die maximalen Bilder da haben. Vielleicht hier. Den hier drauf. So, jetzt trifft er zwar, wenn er möchte, aber das kann auch nach hinten losgehen. So, ich kann jetzt so spielen. Wenn er tanzt, natürlich super. Wenn er trifft. So, und wenn ich jetzt da schlage, wenn er jetzt die 4 macht, glaube, man holt den im nächsten ab, wenn irgendwie geht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oder die vierte. Ein extra Bilder für den Dreierpunkt ist bestimmt besser. Fünf ist klar. So, den hätte man fast zugekriegt. Die 5-3 kennen wir ja schon. Aber ich spiele es natürlich jetzt auf Close Board. Er hat ja noch nichts gebaut. Close Board ist schon wichtig, weil das dann sind meine Game-Chancen doch sehr, sehr hoch.
Ja, Steine rausnehmen noch. Noch ist das Gemmen nicht klar. Oh, es ist ein Pasch und dann Backgammon gewinnen, aber das war wieder zu optimistisch gesprochen. Na, da ist der Pasch. Eins, zwei, drei. Ja, ich muss auf alle Fälle aufs Backgammon gehen jetzt. Klar, selbst wenn ich da jetzt einen Schuss lasse, er hat noch nichts gebaut. Jetzt, wenn er jetzt mit zweien reinkommt, dann wird es sowieso, dann bin, ja, mit einem reinkommt und ich nehme zwei raus. Gar nicht so klar, ob man da voll aufs Backgammon gehen soll. Aber es ist halt ein Wurf, den man weniger braucht. Wenn ich so spiele, dann wird es kein Backgammon. Also besser. Ich weiß jetzt nicht. Ja, so. Und jetzt wird es gleich interessant. Ha. Tatsächlich. So, jetzt unter 10 der PA oder über? Das war bestimmt ein Equity-Punkt oder so verschenkt. Mit dem Missklick. Aber wir werden sehen. So, jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Aha. Ich sehe ein Grrr im Chat. Natürlich jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Schlechteste PA aller Zeiten. Ja, unter 10 ist es geblieben. Super. Supi-dupi. Na, dann habe ich ja Glück gehabt. Ja, das war ja ein verhunztes Match. Okay, dann gucken wir mal. Ja, die Analyse ist durch. Es hat tatsächlich noch für eine 8 gereicht. Ja, interessant diesmal auch zu beobachten. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen alles psychologisch und so. Die Abfolge der Spiele, wie man sieht, die ersten drei Partien sehr, sehr gut gespielt, alles super. Und dann im Prinzip die Missklick-Katastrophe, die 54 und dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf das Match, wie man vielleicht verstehen kann. Also wirklich nicht mehr. Und ich hatte erst überlegt, die Aufzeichnung abzubrechen. Aber nein, wir wollen ja sowas auch mal demonstrieren. Das passiert sicherlich nicht nur mir. Und dann habe ich mich entschlossen, weiterzumachen. Danach die nächste Partie auch noch advanced. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwie wieder Interesse an diesem Match gefunden habe, um ehrlich zu sein. Und danach wurde es halt wieder besser. Und ja, eine ganz interessante Abfolge. Sind halt auch nur Menschen. Was soll man machen? Aber ja, da muss ich vielleicht doch wieder meine Einstellung ändern, dass man nicht da. Also mein Problem war, dass wenn man den Punkt anklickt, dann zieht da ein Stein hin und das hat dann die ganze Stellung kaputt gemacht mit dem Pasch 2. Und ja, dann habe ich irgendwie auf Confirm gedrückt. Dann war ich irgendwie genervt und naja, da sieht man mal das Ergebnis. Ist ja vielleicht gar nicht so interessant, mal was Besonderes heute. Aber jetzt gehen wir dann noch zu den wirklichen Fehlern. Können ja mal erstmal gucken, ob ich denn überhaupt vernünftig gespielt habe, wenn man den Fehler mal rausnimmt. Alles können wir gleich machen. Ist jetzt uninteressant. Lass mir doch hier dieses schöne Advanced stehen. Jetzt nicht, was ich mir hoffe. Und gucken uns meine Blunder an. Vielleicht noch ein paar Cube-Actions. Ne, was noch so alles hier auftaucht. Ja, erstes Spiel, da war nicht viel. Der Cube. Den an.
Ja, so ein Holding Game mit etwas komischer Struktur bei ihm. War tatsächlich ein Cube, also da noch alles richtig, da war die Welt noch in Ordnung. Danach dieser Cube, ein ganz knappes Doppel. Normalerweise, wenn seine Frontstruktur ein bisschen besser ist, dann kann man das noch nicht doppeln, weil Backgames sind auch nicht besonders volatil. Das heißt, es gibt jetzt keine Katastrophensequenzen, weil das war gerade so an der für ihn, also auch nicht so riesen Market Loser, aber ich fand seine Struktur schon ziemlich schlecht. Anscheinend habe ich das Backgame auch ordentlich behandelt oder zumindest ganz gut dagegen gespielt. Da also keine Vorwürfe, die ich mir da mache. Da war auch nichts Schlimmes bei mir. Bis zum Ende, da bin ich, also wenn man was Gutes aus von diesem Match mitnehmen will, dann war das sicherlich, dass ich dieses Backgame anscheinend gut behandelt habe. Ja, hier noch so ein Fehler von ihm, da nicht rausgesprungen zu sein. Das war dann, als es schon ein Zweipunktspiel war, aber super. Zumindest mal ein Backgame gegen ein Backgame vernünftig gespielt. Danach der Cube auch relativ klar. Da war ich mir ja nicht ganz sicher. Also ich bin auch erstaunt, wie klar er doch ist. Aber das sind diese Cubes. Ich habe sowohl Blitzpotenzial als auch Prime-Potenzial, eher nichts, wo man dann das oftmals unterschätzt, weil ich habe ja bisher nur den Viererpunkt gemacht. Da meistens kriege ich ja eine Prime oder einen Innenfeldpunkt oder irgendwie sowas. Ja, da waren auch keine größeren Fehler und wie ich schon erwähnte, das war, wo ich gesagt habe, das ist vielleicht auch zu gut, weil ich beim besten Willen nicht erkennen kann, wie ich hier wieder in die Partie zurückkommen kann. Hätte er sogar noch einmal würfeln können. Hier, ja, das war ja die Frage, macht man da den Achterpunkt, hätte man doch machen müssen und den Einserschuss geben sollen. Aber das ist knapp, das ist jetzt keine große Sache. Jetzt kommt, glaube ich, langsam die Partie. Die habe ich also von Anfang an schlecht gespielt. Also erstmal, der Cube war gut. Wieder, ja, das kann ein vernünftiges Backgame werden. Das ist eins, aber eigentlich sollte er darauf spielen, einen besseren Anker zu kriegen. Ich bin eigentlich überrascht, dass das Take so leicht ist, weil ich ja doch das Außenfeld kontrolliere. Ja, und dann der erste große Patzer. Schreibe ich natürlich auch auf dem Buch, das ist fast in dem Buch, das fast immer richtig ist, den Anker zu machen, als offen zu schlagen. Aber hier war ich irgendwie zu gierig. Ich habe sein Gegenspiel unterschätzt. Also das muss ich ganz klar sagen. Das war einfach blöd gespielt. Auch gegen meine Prinzipien gespielt. Und dann sieht man ja, was bei sowas dann rauskommt. Also ich habe geschlagen und hätte einfach den Anker machen sollen. Ganz simpel, wie es auch im Buch steht. Ja, versucht schlau zu spielen, sieht man, was dabei rauskommt. Ja, jetzt da hätte ich dann draufhauen müssen. Ja, sozusagen, wer A sagt, muss auch B sagen, aber das habe ich mich dann nicht mehr getraut. Ist jetzt auch kein großer Fehler. Das war jetzt nicht das Schlimme und jetzt sind wir mal gespannt. Wie groß war denn der Fehler mit dem Missklick? 1709, bravo. Schön gespielt, also über den Zug brauchen wir jetzt gar nicht mehr reden. Ich hätte eventuell, ich war kurz davor, diesen Blunder hier zu spielen, also aus Angst vor den Rückschüssen einfach die Prime zu machen. Hätte auch, das hatte ich in Erwägung gezogen. Ich habe das Gefühl, da hätte ich jetzt hier einen 100er Fehler eingestreut, weil ich Angst hatte, das ist, was ist das? 1, 6, 2, 6, 2, 5, ja, nur 6 Treffer. Danach irgendwie nicht reinzukommen, ist natürlich der direkte Weg zum, auch zum Gammon-Gewinn. Da einmal die Augen zumachen und riskieren. Ja. Aber gut. Jetzt können wir ja mal zum Spaß. Jetzt haben wir uns das angeguckt. Also ich denke mal, ich hätte da einen Blunder gemacht, seien wir ehrlich. Aber kein 1700er. Machen wir die Analyse weg und gucken, ob das
Ja, 3,79, immer noch kein gutes Match. Aber jetzt sieht man ja auch den Abfall noch. Also in der Partie dann hier, also da war ich erstmal noch schockiert. Das habe ich einfach zu unflexibel gespielt. Jetzt habe ich hier die Stange, die ich natürlich nie dahin wollte und da hätte ich, die ich da nie haben wollte. Und jetzt hätte ich sie natürlich abbauen sollen und auf Prime, besser auf Prime spielen sollen. Und ein weiteres Indiz, dass ich nur wirklich keine Lust mehr drauf hatte. Ich war froh, eine neue Partie anfangen zu können. Ganz easy Take, von dem ich überrascht bin, aber also das Take hätte man finden können, wenn man sieht, der Stein auf der extra Stein auf der 3 und der extra Stein auf der 1 machen das weiße Bär in doch mehr als schwierig und Schussequity und Schlüssel ist halt der Matchrückstand. Das können wir ja mal kurz gucken. Also im Money Game ist das auch kein tolles Take mehr, aber so ein 2-Punkte-Rückstand, was war das? 9 weg, 7 weg, macht das Take dann relativ easy. Ich gucke mal eben kurz auf dem anderen Board. Wie mache ich das? Ich mache das mal auf ein anderes Board, damit man es mal sieht. Also für Money oder bei dem normalen Match-Score ist es, glaube ich, kein Easy Take mehr. So, jetzt muss ich es erstmal hier rein kopieren. So, jetzt habe ich es. Jetzt mache ich mal Unlimited Games. Ist immer noch ein recht leichtes Take. Wow. Ist immer noch ein Blunder, das wegzuwerfen. Also sieht man, ich hatte halt gedacht, weswegen ich es halt meine Stellung als schlechter eingeschätzt habe eigentlich. Mein Gedanke wäre, ja gut, er spielt jetzt im Außenfeld und ich muss entweder irgendwann mein Board kaputt machen oder da irgendwie rauslaufen. Aber wahrscheinlich ist es, dass ich mit dreien auf die 20 splitten kann und Kontakt erzeugen kann und einfach zu viele Trefferchancen da noch habe. Aber gut, gehen wir mal wieder zum Hauptboard. Ja, also das war jetzt doch nicht so schlau. Ja, da war ich immer noch unter Schock, aber das hätte ich auch so falsch machen können. Ich habe jetzt an dem Board gebaut, aber dadurch lade ich ihn natürlich zur Attacke ein. Wenn ich mein Board jetzt für den Moment so schwach mache, kann er natürlich da mich attackieren. Ich hätte jetzt aber nur mit einem Homeboard-Blot spielen sollen. Okay, aber das ist jetzt auch noch nichts Schlimmes. Oh ja, das ist klar. Ja, so ein Fehler macht man gerne. Man sieht nur den Anker. 253er, super. Ja, hatte ich gar nicht so in der. Hatte ich das überhaupt gesehen, dass der einfach so rauslaufen kann, Zweien duplizieren? Nö, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wow. Ja, das glaube ich nicht, dass ich das falsch gemacht hätte, wenn ich nicht noch unter diesem, ja, Schock des Missklicks gestanden hätte. Aber man weiß es nie. Hat auch nicht geholfen, dass es in dem Match ja um nichts mehr ging. Also Qualifikation war sowieso nicht mehr zu erreichen. Da habe ich jetzt das Board stark gemacht beim nächsten Zug. Ja, das würde ich, glaube ich, auch immer wieder machen. Und irgendwie kam er dann in die Phase, glaube ich, wo er dann nochmal einen Cube verpasst hat. Ja, hier, er lässt ja durchaus noch Schüsse. Also ich war natürlich bereit, das wegzuwerfen. Hat ja dann noch einen Schuss gelassen, den ich verfehlt habe. Dann konnte er natürlich irgendwann auf Gem weiterspielen, aber das ist einfach zu riskant, hier auf Gem weiterzuspielen. Pass ist auch klar. Gut oder schlecht vielmehr. So, dann wird es so langsam wieder ein bisschen besser. Aha. Ja, das auch ein dummer Überseher eigentlich, weil sowas kenne ich eigentlich. Also die Idee hinter dem richtigen Zug ist, man soll halt splitten und den Elfer machen. Idee ist folgende: das Blot auf dem Barpunkt ist für Weiß eigentlich gar nicht interessant.
Also weiß, möchte da gar nicht schlagen, den Anker aufgeben. Und deshalb ist das nicht so schlimm, da einen Blot zu lassen. Zweien sind auch noch dupliziert. Allerdings gibt es ja auch die goldene Regel, wenn der Gegner schon einen guten Anker hat, ist es Top-Priorität, zu versuchen, selber einen guten Anker zu kriegen. Und deshalb splittet man da. Also das ist eigentlich eine Sache, die ich weiß. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich im Video dazu erzählt habe. Aber das war sicherlich ein vermeidbarer Fehler. Finde ich eigentlich komisch, dass ich das irgendwie nicht kapiert habe. Ah, jetzt weiß ich, ich wollte erst den Viererpunkt machen, was auch nicht so schlecht gewesen wäre. Das übt wenigstens ein bisschen Druck aus. Natürlich schlechter als der richtige Zug. Und dann habe ich gesehen, nee, Viererpunkt machen ist blöd. Der Elberpunkt ist auch gut. Hab dann das irgendwie die drei gar nicht mehr überlegt und einfach nur die zwei, dann 13, 11 gespielt. Ich weiß es nicht mehr, aber das war jedenfalls auch nicht besonders gut und eigentlich, was ich wissen sollte. Dann dieser Cube. Ja, es ist halt eine Stellung, die ist nicht gemreich. Sprich, weil da nutzt mir der Rückstand oder da ist der Rückstand kein Matchrückstand, keine gute Begründung für einen Cube, das weiß ich auch. Ich habe aber gedacht, naja, er hat diese vier Steine da irgendwie fest und wenn ich jetzt den Midpoint auflöse und er da nicht vorbeikommt, also ich habe gedacht, meine Gewinnprozente sind besser. Und natürlich hat er auch keine guten Recubes, hat in dem Fall irgendwie nicht gereicht. Aber ich glaube, ich war auch noch ein bisschen in dem Modus, naja, irgendwie das Ganze zu Ende zu bringen. Ich weiß es nicht, soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Den hätte ich auch unter normalen Umständen doppeln können, denke ich mal. Also der Fehler, den nehme ich mal voll auf meine Kappe, also auf mangelndes Spielverständnis. Gut, danach war nicht mehr viel in der Partie. Ich habe es ja dann auch noch verloren. Da gab es ja noch diese Paschorgie zum Schluss. So. Aha. Da hätte ich doch auf der. Und ich habe gedacht, ich muss irgendwas tun, um da nicht geprimed zu werden. Interessant. Also bin da jetzt voll reingesplittet. Ich dachte, ich habe das stärkere Board. Er hat natürlich eine Blitzstruktur, normalerweise splittet man da nicht, aber ich habe gedacht, was soll ich denn da auf der 24, bitteschön? Weil das ist interessant, also das überrascht mich jetzt, dass das so ein großer Fehler ist. Wahrscheinlich habe ich dann erstmal Ruhe und wenn er nichts Gutes würfelt, kann ich dann den Blitz fortsetzen. Das ist wahrscheinlich die Idee hinter dem Zug. Erstmal hinten Ruhe. Und dann versuchen vorne zu attackieren, wenn er es nicht schafft zu ankern. Aber das muss ich mir noch genauer angucken. Gut, und er hat zumindest ein bisschen in meine Karten gespielt, indem er mich dann attackiert hat und den Anker verweigert hat. Und dadurch bin ich dann tatsächlich noch in eine Blitzstellung gekommen. Und man sieht, was der Score da ausmacht. Das wäre natürlich bei einem normalen Score noch ein Easy Take gewesen. Aber hier gibt es halt zwei Faktoren. Er ist zwei weg. Das heißt, diese 11% Gammons, die er da gewinnt, die zählen für ihn nicht. Also wird seine Equity schon mal deutlich schlechter. Und er hat keine Recubes. Und 38% Gammon-Verluste ist natürlich auch ein bisschen zu heavy. Dann war ich dann auch in der Phase, wo ich wieder angefangen habe, halbwegs vernünftig zu spielen für meine Verhältnisse. Habe hier noch einen Fehler gemacht. Ach, das war wieder gegen das Backgame. Also im Grunde genommen war meine Backgame-Behandlung heute nicht schlecht, wenn man irgendwas Positives hier mitnehmen möchte. Hier war es einmal nicht so toll. Warum? 14, 10, 13, 11. Ich möchte nicht, dass er auf der 1 ankert. Also das verstehe ich auch jetzt immer noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Wenn er da auf der 1 ankert, das ist schon blöd für mich. Deshalb wollte ich ihn da weghauen.
Was ich hier gerade sehe, wenn ich so spiele, gewinne ich natürlich mehr Gammons und ein paar mehr Backgammons, weil je mehr Steine er hinten hat, desto ja, gammonreicher wird's. Und wenn ihr jetzt tanzt, dann hacke ich auf der 1 und also hört die Gammons. Das ist halt der Grund. Im DMP wäre mein Zug tatsächlich richtig gewesen. Also interessant. Aber ich dachte, war mir relativ sicher, dass das auch bei dem Score richtig ist, zu verhindern, dass der Gegner da diesen dritten Anker kriegt. Aber gut, der ganze Rest war vernünftig und dann war es auch am Ende Gammon und dann kommt es gleich noch dicker für ihn. Kommt noch das Backgammon, aber ich glaube, das war auch wieder, ja, genau, dieses Take, wo ich auch schon dachte, naja, Problem bei dem Take ist, im Moment sieht es ja noch okay aus, kein Stein mehr hinten. Es treffen aber Sechsen, Einsen, Zweien, Vieren. Das heißt, er wird einen Stein auf der Bar haben und wenn ich eine Kombination aus diesen Zahlen werfe, Sechsen, Einsen, Zweien, Vieren und plus 6, 3, dann wird er direkt zwei Steine auf der Bar haben. Das heißt, Gammons sind halt sehr hoch und das ist bei dem Score natürlich fatal, weil auch der Wert der Gammons erhöht ist. Ein Gammon bringt mich auf Crawford. Backgammons hatte ich jetzt hier wirklich nicht auf dem Schirm. Ja, interessant. Ja, da habe ich ja immer schön meine Bilder verteilt, weil ich dachte, naja, er kann ja nicht wirklich schlagen, weil ich ja so viele Rückschüsse habe und das sieht man auch, warum ich mich da so schön verteilen konnte. Also hier in den Zügen davor, wo war es? Hier so ein bisschen, ah, was wäre richtig gewesen? Das wäre richtig gewesen. Aber es war zumindest das mit dieser Verteilung kein großer Fehler mit den ganzen Blots, weil er ja auch noch das Blot zum Zurückschießen hat. Worauf ich hinaus will, ich habe halt sehr viele Freiheiten, weil er muss erstmal sollte erstmal seinen Innenfeldpunkt machen und dann weitersehen. In erster Linie, weil das halt zu viele Gems verliert. Wenn er das Spiel gewinnen will, ja, schlagen und hoffen, dass ich irgendein Mist, also da gab es bestimmt wieder irgendwas, was nicht getroffen hätte. Verschecks zumindest. Aber irgendwie auf Gewinn spielen, das sehe ich ein. Aber wenn man auf die Gammons guckt, das sind über 20% mehr Prozentpunkte mehr Gammons, die er da verliert, konnte er sich nicht leisten. Dann wurde es mit einem Backgammon abgestraft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses mein Backgammon-Move. Wie war der denn da? Was haben wir denn da? Genau, das war dieser Backgammon-Move, wo ich auch auf 100 Gewinnprozente hätte gehen können und 99,9% Gammon gewinne, also ein sicheres Gammon auf gut Deutsch, mit noch ein paar Backgammons, habe ich dann tatsächlich korrekterweise riskiert. Also, jetzt guckt sie besser die Endstellung an, das sind halt nur drei Würfe. So ist es bombensicher, aber vier Würfe und das, bis man fertig ist, im Schnitt ohne Pasch. Das sind aber 14% Backgammons, die man da mehr gewinnt. Und wurde diesmal tatsächlich auch belohnt. Ja, was sage ich jetzt noch zu diesem Match? Ja, es ist gar nicht mehr so, ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also ein paar komplexe Partien gar nicht so schlecht behandelt und ein paar interessante Züge tatsächlich auch gefunden. Zwischendurch natürlich diese Down-Phase nach dem 1700er. Ja, zumindest alles ganz interessant und sicherlich mal ein besonderes Video in dem Sinne und auch für mich sicherlich selbst interessant. Ich denke mal, ich habe jetzt genug geredet. Wenn ihr es trotz dieses PR-Desasters gut gefunden habt, das Video, Like-Button klicken, ansonsten eben nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was jetzt noch so läuft. Ich bin jetzt noch in der Konso, glaube ich, bei dem Turnier. Dann spiele ich irgendwann mal noch ein anderes Turnier, damit ich auch noch ein bisschen Content auf Deutsch habe, aber ansonsten, ja, bis demnächst. Tschüss.